Da der 1983 modernisierte Bahnhof in Hamburg-Altona bald durch einen Neubau im wenige hundert Meter entfernten Diebsteich ersetzt wird, wird es wohl auch keine Autoverladung mehr in Altona geben. Hier in diesem Film geht es um die Autoverladung in Altona. Die Autozüge werden im Jahr 2024 nicht mehr durch Deutsche Bahn oder die ÖBB angeboten, sondern durch private Anbieter. Hier zu sehen die Verladung von Autos für einen Autozug nach Lörrach. Die geplante Abfahrtzeit ist 21.22 Uhr. Außerhalb des Bahnhofs gibt es den Check-in, hier zu sehen. Neben dem Check-in befinden sich die ehemaligen Gütergleise zum Schellfischtunnel. Die Fahrzeuge heute Abend sind gemischt. Viele Oldtimer sind zu sehen, aber auch neue Wagen. Dieser Porsche 911, mit Erlaubnis des Besitzers gefilmt, ist aus der ersten Serie. Hier zu sehen die Autoverladerampen des Bahnhofs. Diese werden hydraulisch betätigt, entweder durch ein Aggregat oder, zur Not durch eine Handpumpe. Es ist nun 20 Uhr und der Autozug nach Lörrach fährt ein. Die Ankunft ist durch Warnlampen auf dem Bahnsteig angekündigt. Der Autozug besteht aus 4 Personenwagen bzw. Schlafwagen älterer Bauart. Dazu kommen noch 3 Transportwagen für die Kraftfahrzeuge. So richtig ausgelastet ist der Zug heute nicht. Der Transport nach Lörrach ist auch vergleichsweise teuer. Eine Fahrkarte kostet um die 800 Euro, Frühstück nicht einberechnet. Der Zug, wenn er pünktlich ist, wird morgens um 8:30 in Lörrach ankommen. Die Fahrzeuge können zwischen den Wagen über herunterklappbare Rampen fahren. Hier eine ungewöhnliche und beeindruckende Szene. Die Autos fahren durch den Hauptbahnhof Altona auf die Rampe. Einweiser führen die Fahrzeugführer zur Halteposition, auf der die Fahrzeuge arretiert werden. Erst wird das untere Deck beladen, dann die Rampe, weiter ausgefahren und das obere Deck beladen. Die gesamte Autoverladung dauert etwa eine Stunde. Hier über eine bereitstehende Treppe können die Fahrzeugführer das obere Deck verlassen.
Nun wird die Rampe heruntergefahren. Nun ist der Autozug beladen und abfahrbereit. Das war also der Autozug im Bahnhof Altona. Ich persönlich kannte Autozüge nur aus Erzählungen. Diese sind absolute Exoten für mich. Bin ich doch noch nie durch den Eurotunnel oder mit dem Auto nach Sylt gefahren. Die Anzahl dieser Zugverbindungen wurde in den letzten Jahren massiv zusammengestrichen. Auch hier in Altona war es in den letzten Jahren ein Auf und Ab mit verschiedenen Anbietern. Erst im Dezember 2023 wurde der Service eingestellt, nur um jetzt wieder angeboten zu werden. Das war es also, mein Zug fährt auch gleich, der Autozug wird einige Minuten später abfahren, die Passagiere müssen noch in die Schlafwagen einsteigen. Wenn das Video gefallen hat, dann bitte teilen, liken und den Kanal abonnieren nicht vergessen.